Wir haben oft bei der Öffentlichkeitsarbeit eine Grundvorstellung, ich verkaufe mich. Ich teile mit, dass wir das und das haben, dass wir gut sind, dass wir da und da sitzen und. Nach dem Motto, lies durch, schmeiß weg. Das ist ziemlich teuer, dieses Verfahren. Es gibt ja, das werden Sie wissen, diese Begräbnisstätten für Flyer und Programme. Das sind so Foyers von Rathäusern, Gemeindezentren, Volkshochschulen. Da werden die alle Flyer nebeneinander beerdigt. Und jeder kämpft für seine Grabstätte. Es sind vorbeigegangen etwa 40.000 Menschen. Es hat keiner ein Heft mitgenommen, weil der müsste psychisch auch sehr stark sein. Weil wer da reingreift, weiß ja die ganze Ordnung im Eimer und du hast den jungen Mann am Hals. Beides würde man nicht wollen, also lässt man den Stand in Ruhe. Was kann man alternativ machen, wenn Sie sich vorstellen, Sie würden auf eine Straße eine Riesenplane legen, schreiben oben drauf, haben Sie eigentlich schon mal was überlegt, für etwas für die Bildung zu tun, wird man sofort da dran stehen. Könnte erste Zeile, kann man hier ankreuzen stehen, habe ich echt noch nicht drüber nachgedacht. Zweite Zeile, müsste ich noch mal meine Frau fragen. Dritte Zeile, wenn es wirklich was bringt und nicht so teuer ist, eventuell. Fünfte, ich kenne mich damit gar nicht aus und, stehen da jede Menge Leute. Das liegt nämlich daran, dass die Leute verweilen wegen der Lichtreflexion. Da liegt was Riesiges, musst du gucken. Und wenn da ein paar gucken, gucken die, was die gucken. Das wären jetzt Gesprächsorte, weil da Leute stehen bleiben und Sie sehen, das sind oft mehr Leute als bei klassischen Infotischen. Und Sie haben eigentlich einen deutlich abgesenkten Aufwand real. Das ist uns wichtig, dass Sie potenziell mehr machen könnten. Und ich sagte eben schon, Sie überlegen müssten, ob Sie das mit Partnern machen. Partner können heißen Teilnehmer Ihrer eigenen Einrichtungen, weil Sie sich mit einem Gebiet beschäftigen. Oder aber auch externe Partner. Das können sein Schulen, Kinderschutzbund und. Aber vielleicht auch ein eigenes Projekt mal, wo man am Orte dann Leute sucht, die Lust haben, ich sag mal, eine Art Unterstützerinitiative für Bildung dann zu schaffen. Weil es gibt dafür potenziell Partner, die vielleicht einen Heidenspaß hätten, dann für Bildung lokal aktiv zu werden. Ja, sehen Sie das Grundprinzip, was wir sagen? Ich kann eigentlich Öffentlichkeitsarbeit dann runterbrechen auf Nahbereiche und ganz andere Gruppen gesellschaftlich erreichen. Und ich kann das durch eine Aufwandsminimierung auch schaffen, sowohl kostenseitig wie was den Personaleinsatz angeht. Und ich kann auch damit erreichen, dass andere Menschen Lust haben, für mich und für unser Anliegen vor Ort diesbezüglich aktiv zu werden. In vielerlei Hinsicht, ob das Schulen wären oder Unis, also Schülerinnen oder Studenten wären, ob es eine Seniorengruppe wäre, die würde eventuell mitmachen, weil es ja einfach einen Heidenspaß macht. Und sie damit eigentlich Bildung vor Ort zum Thema machen. Also in der Tat, versuchen Sie mal im Alltag mit diesen Techniken, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, Erfahrungen zu machen. Dann merken Sie, dass die selber Ihnen Spaß machen. Das heißt, Sie merken dann auch, dass es wahrscheinlich Ihren Kolleginnen und Kollegen Spaß machen wird, auch anderen Beteiligten. Und Sie sind gespannt wie ein Flitzebogen auf Reaktionen der Leute.